Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Escapists. Und wir haben wieder mal alles verloren. Klar, ja, Schlagstock und alles, das ist jetzt alles, ja, weg. Cool, ne? Und wir müssen uns nun darauf vorbereiten, ein paar Quests zu machen. Endlich mal. Ich mache die ganze Zeit irgendeinen Schwachsinn. Ja, Lage, Lage, Lage wollte ich machen. Dafür brauche ich den roten Schlüssel, dafür brauche ich eine Waffe, pipapo. Dafür brauche ich Geld. Ich habe 80 Dollars und ich werde mal ganz kurz hier Fallout Boy anquatschen. Ist immer so eine Frage, wie wir als nächstes vorgehen. Manchmal weiß ich es, manchmal einfach nicht. Ich guck mal, was wir jetzt alles haben. Wir könnten die Spitzhacke benutzen. Wir brauchen noch einmal Pappmaché. Das heißt, brauchen wir noch einmal Pappmaché oder habe ich es irgendwo hingeworfen? Egal, wir suchen erstmal. Wir brauchen sowieso noch die Tinte. Und damit könnten wir uns dann einen Weg durchbahnen. Zwei Metall. Dankeschön. So. Schraubenzieher haben wir jetzt mehr als genug. Da werde ich jetzt keine mehr holen. Das ist schon ein bisschen seltsam, dass man hier Schraubenzieher ohne Ende bekommt. Wir brauchen Kleber. Damit machen wir uns auf jeden Fall erstmal das Pappmaché-Ding ins Kirchen fertig. So, und als nächstes brauchen wir jetzt noch unbedingt die Tinte. Alles gefunden. Sehr schön. Wir kommen voran. Wir reißen die Mauer ein. Wir gehen da dann durch und dann freuen wir uns einfach einen Keks. So. Mittagszeit gehe ich auch gleich hin. Was ist das denn? Falscher Mauerstein. Achso, das ist der falsche Mauerstein. Sieht aber seltsam aus. Na egal, wir müssen erstmal alles zurückpacken, denn es geht los. Das packen wir mal ins Versteck. Nur für den Fall der Fälle. Weil das muss auf jeden Fall safe bleiben. Das Mikro muss ein bisschen weiter runter, sonst sehe ich nichts. Gut. Mittagessen. Wir brauchen noch eine eine Schaufel für unten. Eine Pfeile haben wir hier und ein Seil. Brechstange. Ist ganz schön teuer, was die hier verkaufen, ne? Halt, ich wollte auch noch was essen. Nein. Ein paar Prozente wiederherstellen. Oh, ich kann sitzen bleiben. Nice. Okay. Ab zum Appell. Wir kommen jetzt Stück für Stück weiter. Mund halten und ich fange an. Ja, mach mal. Ich guck mal, wie die Lage aussieht. Wir wollten, glaube ich, hier durchbrechen. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, Segen, komm. Segen hier. Man kann segen. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Genau, auf die Karte gucken. Ja, hier geht der Lüftungsschacht dahin. Da wollen wir hin. Gut, das ist der Raum. Heute werden die Zellen gefilzt von Carina und Mr. Grün. Ich glaube, jetzt ist sogar abends Arbeitszeit dran. Abendszeit. Mann, bin ich gut. So. Ich muss hier sein, ich muss arbeiten. Und dafür kriege ich auch noch Prozente, weißt du? Dass ich hier arbeite. Ihr seid so eine Schweine. So, ich muss gleich nur für den Fall der Fälle sorgen, dass kein Wärter kommt. Weil sorgen kann ich nicht dafür, aber ich kann ein Auge aufhalten. Denn wir werden auf jeden Fall die Wand einreißen. Und wir müssen sie schnell einreißen. Ich werde noch Ersatzsachen mitnehmen. Am besten. Klingt gut, ne? So, perfekt. Das können wir fallen lassen. Und jetzt holen wir auf jeden Fall unser Zeug. Wir brauchen ein Klebeband. Wie macht man das nochmal mit der Spitzhacke? Das Metallblech? Oder brauche ich Holz? Holz. Habe ich noch Holz? Ich habe noch Holz. Okay.
Ersatz haben wir mitgenommen, wir haben also für alles vorgesorgt. Ich gehe jetzt nicht durch diese Türe. Ich bin hier nicht wahnsinnig. Nein, wir gehen hier entlang. Gut, er dürfte gerade reingeguckt haben. Wir bohren uns jetzt hier durch. Okay, mit der ersten Spitzhacke schaffen wir das nicht. Aber wir schaffen das. Okay, 10% sind übrig. Wir werden die verbesserte Spitzhacke bauen. Duschzeit. Ich bin gleich da. Ich habe keine. Was habe ich nicht mehr? Okay, wir setzen uns kurz hin. Ich muss niesen. Oh Scheiße, da kommt jemand. Nein, nein, das ist die falsche. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das, ich hab die falsche Mauer angesenkt. Kann ich die Mauer irgendwie. Ich beeil mich schon, ich beeil mich schon. Okay. Oh mein Gott. Ah nein, die Mauer ist angesenkt. Ich weiß nicht, ob die das sehen können. Abendbrotzeit, gut, da kommen wir auch noch easy hin. Aber als allererstes möchte ich. Die Mauer hat eine Prozentanzahl? 80. Alles gut. Einfach nur diesen Spind untersuchen. Bandage, Reiniger, Gesichtsmaske, Fläschchen mit Medizin. Nice. Oh, 60. Ah, die verbraucht sich wirklich. Und das von 85 ist die Mauer, die ich angesenkt habe. Okay, die falsche Mauer verbraucht sich. Wir haben sie jetzt zweimal benutzt, das heißt, wir haben 40% verloren. Aber es ist gut zu wissen. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Und die Mauer hat irgendwie gehalten? Gar nicht so im Kopf. Keine Ahnung. Gut, Freizeit. Das heißt, wir brauchen noch eine falsche Mauer. Weil allein die Vorbereitung für das, was wir jetzt tun, wird ganz schön viel verbrauchen. Und ich hoffe, in dieses Zimmer geht keiner rein. Das hoffe ich wirklich sehr. So, Spitzhacke brauche ich erstmal nicht. Die Mauer können wir gleich versenken. Einen davon brauche ich und einen davon. Dann gehen wir auf jeden Fall hier hin. Zack. Spülen das hier runter. Ah, es hat funktioniert. Nice, gut. Alles wird gut. Das Ding ist, glaube ich, aber eher, dass die mich erwischen, wenn ich da lang gehe. Ich glaube, die erwischen mich. Oh, er kommt nicht rein, okay. Nein! Ich hoffe inständig, dass sie das nicht sehen. Wir kommen dem Ganzen aber schon ein bisschen näher. Da ist noch ein Lüftungsschacht. Oh. Na gut, hätte ich das gewusst. Warte mal. Nein. Nein. Ich kann mit dem Schraubenzieher die Mauer bearbeiten? Echt jetzt? Wir sammeln die Schraubenzieher auf. Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ich will es aber nicht testen. Ich will es aber noch. Ich will es aber nicht testen. Na gut, gehen wir erstmal raus. Ich will diesen falschen Mauerstein. Dankeschön. 20%?
Okay. Das ist jetzt blöd. Nochmal können wir das Ding nicht aufheben. Wenn wir nochmal den Mauerstein aufheben, ist er weg. Was für uns bedeutet, dass wenn wir das nächste Mal da rein wollen, wir einen neuen falschen Mauerstein brauchen. Bullshit. Naja, gut. Wir haben Geld, wir haben alles. Tinte habe ich schon mal. Das kann ich alles gut gebrauchen. Okay. Wir brauchen sowieso noch einen Seitenschneider, so eine Zange, wie auch immer. Und den Lüftungsdeckel, den spülen wir auch runter. Shit. Sorry, Kiri. Es tut mir leid, dass es dich immer erwischt. Aber ich muss das Zeug loswerden. Sehr schön. Tintenfass ist erlaubt, deswegen kann ich es in der Hand haben und hier überall durchlaufen. Okay. Ja, ich bin schon da. Beruhigt euch, macht euch mal nicht ins Hemd. Gut. Zweimal Klopapier, zweimal Kleber und dann sind wir durch. Puh. Also, das fand ich in Escapist 1 besser, dass der Mauerstein nicht wegging. Keine Ahnung. Wieso sollte er sich auch aufbrauchen? Als wenn er abbröselt. Nee, egal. Also, Fakt ist, wir könnten unten jetzt, wir haben ein Loch gebuddelt und wir können da easy ausbrechen, wann wir wollen. Aber ich will den anderen machen. Ich will den anderen Weg machen. Wir sind nicht alle hier. Habe ich schon vier Quests? Nö. Eine Quest könnte ich nur easy nehmen. Direktor und Nugget. Okay, perfekt. Sorry, Kiri. Der Schaden ist nicht repariert. Welcher Schaden wurde repariert? Oh Gott, bitte nicht. Ach, der Schaden. Okay. Wenn da steht Schaden repariert, dann wird er jetzt repariert. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. So, hat keiner mehr eine Quest für mich? Ist das euer Ernst? Ein Hammer. Ich kaufe die Pfeile ab. Und die Pfeile. Der Henker kommt dann später. Hoffentlich nicht. Ich muss ausbrechen vorher. Wir haben alle Sterne verloren, Freunde. Der Totengräber ist auch schon unterwegs. Cool, alle sind hier unterwegs, um mich zu holen. Ah, hoffentlich nicht bei mir, nicht bei mir, nicht bei mir, nicht bei mir. Schon wieder Double X, was hast du denen getan? Nein, die Pfeile. Die Pfeile! Die beiden, ich habe mein Geld dafür ausgegeben. Nein. So, lasst mich doch in Ruhe. Okay. Ich muss abhauen. Frühstückszeit werde ich leider verpassen. Hier muss auch irgendwo ein Schrank sein, wo ich mich verstecken kann. Da unten geht voll die Action ab. Okay, ich verpasse die Frühstückszeit, ist mir aber egal. Arbeitszeit ist mir nicht egal. Oh, Mist. Ich kann es schaffen. Das Problem ist, wenn ich arbeite, mögen das die Wärter anscheinend nicht und verprügeln mich. Bei 80%, ich muss die Arbeitszeit sausen lassen. Oh nein. Und wenn ich das, wenn ich das verpasse. Dann bin ich meinen Job los. Und dann kann ich mein Versteck vergessen. Jetzt machen wir keinen Scheiß. Der kommt hier sowieso nicht rein, oder? Klebstoff.
Ah, die Zeit geht flöten. Wenn ich jetzt noch eine Stunde habe, Freunde, kann ich es schaffen. Ich kann es schaffen. Muss mich nur beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie beweg dich? Ich bin bei der Arbeit. Welcher Schaden wurde gefunden? Scheiße. Egal. Ich weiß nicht, welcher Schaden gefunden wurde. Aber ist ja auch jetzt egal. Ich schaffe die Arbeitszeit nicht. Nicht, wenn es so langsam ist. Und dann muss ich den Pinsel noch... Ah, gut, kann ich vergessen. Ich bleib mal hier. Mal gucken, was passiert, wenn ich meinen Job verliere und dann hier raus will. Schaden repariert. Zweite Warnung. Okay, noch habe ich meinen Job nicht verloren. Welcher Schaden? Aber doch nicht hier, oder? Scheiße. Wo habe ich den Schaden angerichtet? Nirgends. Ja, ich bin schon da, ich bin schon da. Oh, ich habe 100 schon. Zum Durchdrehen. Frag mich nur, welcher Schaden das war. Jetzt habe ich natürlich unendlich viele Sterne bekommen. Ich habe sonst nichts Oben. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist oben. Dass mein Versteck ausgehoben worden ist. Close. Nein, mein Versteck ist... Hä? Was für ein Schaden? Ich habe... Ich habe sonst nirgendwo Schäden gemacht, oder? Ich brauche diesen gottverdammten roten Schlüssel. Aber gut, solange wir die nächste falsche Mauer bauen, können wir so lange eigentlich nach einer Waffe suchen, einen Wärter zusammenschlagen und gucken, ob er dann den roten Schlüssel hat. Weil den müssen wir eigentlich noch finden. Wenn wir den haben, können wir uns eine Kopie herstellen und können dann deine Seife holen, Deadline. Eine Pfeile ist gut. Ach, Mr. Flauschig im Hintergrund wieder. Hey! Hey! Kannst du das lassen? Dankeschön. Man muss nur lieb fragen, dann hört die Katze auch auf. So. Noch einmal Toilettenpapier und Kleber. Und dann haben wir es eigentlich schon. Ob ich so Toilettenpapier so, hier so rar ist, weiß ich auch nicht. Du hast mich nicht gesehen. Geh weiter. Einmal Kleber, bitte. Mittagszeit. Hey, Mr. Flauschig. Der Typ bringt mich noch um den Verstand, ne? Ich sag's euch. Naja, wir haben jetzt unsere falsche Mauer, unsere ersatzfalsche Mauer. Und dann nehmen wir vom Fallout Boy noch das Seil mit. Nur für den Fall dafür, dass wir mal wieder jemanden knebeln müssen. So. Katze, ich schmeiß dich da gleich runter, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt kurz zum Mittagessen, dann bleibe ich da stehen und dann verprügele ich den Kater. Das ist doch ein Deal, oder? So. Mein Schlagstock ist kaputt. Ja, schade. Mr. Flausch, wenn du auf Aufmerksamkeit kriegst, dann komm doch her. Ja, los, runter. Nein, runter.
Sag mal, willst du dich prügeln? Willst du dich prügeln? Ja, los, ich muss aufnehmen, Kleiner. Lass mein Pulli los. So. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Mit mir leckt er sich nicht nochmal an. So. Der Hund hat mich angeknurrt. Nein! Nein, ich werde angeschossen. Ja, los, er schießt mich doch. Ich bin beim Appell gewesen. Hallo. Hey. Ich lenke ihn jetzt ab mit Leckerlis. Oh, oh, was habe ich denn da für dich? Oh. Ja, komm hoch. Komm hoch. Nein, spring. Spring, komm. Nein. Nein, es ist meins. Nein, meins. Komm, spring hoch. Nicht mit dem Arm. Herkommen. Ah, du bist so blöd. Du bist so blöd. Er ist nicht hochgesprungen. So. Sorry, ich lasse mich hier ablenken vom Kater, ne? Aber er hat mich genervt. Okay. So viel dazu. Ah, Arbeitszeit. Cool. Ja, ich habe wieder nur eine Stunde. Ja. Cool. Ich arbeite, Mann. Dann nervt mich der Typ ja auch noch. Lass mich arbeiten. Weiter zum nächsten. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Dass die Zeit weiterläuft, ich will mich auch gleichzeitig bewegen können. 20 Sekunden, das kann ich schaffen. Zehn Sekunden. Acht. Drei. Was? Drei? Acht. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh, geschafft! Hallo Schwede. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge ohne Kater wieder. Den sperre ich nämlich aus. Da sitzt er. Der Übeltäter. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann haben wir jetzt die falsche Mauer. Wir gehen nach oben. Wir können uns jetzt den ersten Seitenschneider bauen. Dann einreißen. Wir brauchen Klebeband, ne? Klebeband brauchen wir, glaube ich, auch noch. Aber wenn wir das alles haben, dann kommen wir an die Seife. Eventuell. Ich müsste... Es ist eigentlich gut, dass wir so viele Sterne haben, weil ich glaube, dann sind da oben weniger Leute. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Ein Schaden anrichten, Sterne sammeln, dann kommen die oben nämlich raus und dann ist da keiner bei der Asservatenkammer, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann können wir die Sachen schnappen. Das ist der Deal für morgen. Sachen schnappen, Freunde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.